Komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Seebursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange, bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Du solltest vielleicht auch ausnüchtern. Sein Blick. Habt ihr den gesehen? Sein Blick. So göttlich. Der Blick, der war geil. So. Von wegen. Oder so. Als ob. Connor gefällt mir richtig. Er ist mal der geilste. Von allen Assassinen, die ich jetzt kenne, ist er der geilste. Der betrifft sogar Ezio. Und Alter, ihr sowieso bei lang. Die Musik. Oh, verkackt. Und ich frage mich immer noch, was dieser Punkt da ist. Was hat er zu bedeuten? Da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Aha. Im Bereich Lager können Sie die Gegenstände von den Bewohnern der Siedlung kaufen. Außerdem werden alle Ressourcen in Ihrem Besitz angezeigt. Ja. Gottfried und Terry haben Eichenholz zur Verfügung, das Sie ihnen abkaufen können. Drücken Sie Enter, um das Eichenholz zu kaufen. 3. Das Lager enthält nun Eichenholz. Das Lager zu verlassen, drücken Sie das Wähle des Handelsmenü. Ja. Da. Können bei einem Konvoi an einen Händler verkauft werden. Für einen Konvoi auszuwählen. Ja. Ja. Dann Leertaste. Ach, ist das kompliziert. Ich hab kein Wort verstanden. Es ist bitter. Volle Synchro. Gefällt mir. Finde ich gut. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens. Schon wieder 6 Monate. Und der Abend verschwamm. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld. Nein! Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Das, ich muss auf das Schiff. So. Boah, ziemlich geil. Die harte Tour.
Ja, okay. Interagieren wir, aber muss ich denn hin, die harte Tour starten? Die Aquila muss auf Marvas Vineyard mit Kanonen und den entsprechenden Kanoniermeistern ausgestattet werden. Die maritime Mission starten. Ja, warum nicht? Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche! Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Nein, 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 nicht mit dem linken. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Und das Segel ein, ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Ja. Ziemlich interessant. Ziemlich interessant. Der Typ ist jetzt ein Jahr lang, hat er jetzt trainiert. Der müsste schon etwas können. Zumindest etwas. Ostküste 1773. Na los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich darf das Ruder übernehmen. Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Okay. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Sie wartet. Rufst du halbes Segel, sprengt die Männer und sie wird schneller. Halbes okay. Segel. Ah, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Setze kurz auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Ist das geil. Je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volles Segel, wenn du magst. Klar, Mann. Volles Segel. Jeder Knoten zählt. Volles Segel. Boah, ist das geil, Mann. Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Ich kann das. Ich kann das. Runter auf halbes Segel! Dann sie mit halbem Segel! Ich kann das. Wir brauchen okay, der mehr Fahrt! Ist volles Segel! Mehr Fahrt! Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bogen. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Volles Segel, gib alles, Mann! Mehr Fahrt, Mann! Wenn ich das so sehe, wäre ich gerne zu der Zeit von damals. Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Und die Zeit von damals ist doch viel geiler gewesen, wenn ich mir das so angucke. Ah, ich lerne schnell. Könnte da vorne ein bisschen eng werden. Kreuz
Schwindel! Halbes Segel! Halbes Segel! Und voll dagegen steuern, Mann. Oh, ich blut. Alles unter Kontrolle. Los, volles Segel! Jeder Knoten zählt! Volles Segel! Am Pier andocken. Häuser! Wir sind bald da. Das wird jetzt interessant. Kräft die Segel! Langsamer werden! Halbe Segel! Weniger Fahrt! Segel streichern! Halt! Bringt sie zum Stillen! Anker werfen! Wir gehen an Land, Kanonen und Offiziere zu. Wow! Ohne einen Schaden. Ziemlich geil, so eine Schiffsfahrt. Ja, Ubisoft hat's einfach drauf mit geilen Spielen. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hilfreich, wie ich dich in Erinnerung habe. Hm. Älter. Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner, wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Dem hätte ich gerne die Fresse poliert. Den hätte ich locker geschafft. Ja, Connor ist viel zu überstürzt. So gefällt mir mein Sch-